Lass uns mal sprechen über die gute Stimmung. Die herrscht ja in Paris. Das hätte Berlin jetzt auch gern mal. Wie sieht es denn aus beim Thema Olympiabewerbung? Ja, auf jeden Fall wird das jetzt auf die Schienen gesetzt. Gestern war die Bundesaußenministerin da, Annalena Baerbock, im Deutschen Haus, um das zu unterstützen. Sie ist natürlich nicht direkt zuständig für die Olympiabewerbung, aber wir nehmen jede Hilfe, die wir kriegen können, denkt sich das der Deutsche Olympische Sportbund. Dementsprechend war sie gestern hier und hat sich zur Olympiabewerbung Deutschlands auch geäußert. Ja, die Bundesinnenministerin und Sportministerin hat das ja gerade auf der Bühne nochmal sehr deutlich gemacht, wie als Kabinett. Haben einstimmig, wie wir das im Kabinett eigentlich immer machen, unsere Olympia-Bewerbung unterstützt. Und wir werden das hier, sie wird es morgen hier ja auch nochmal deutlich mit einem Memorandum of Understanding deutlich machen. Und wie das so im Sport ist, da muss man alles geben und der Beste sein, damit wir auch alle anderen überzeugen können. Der Kerngedanke von Olympischen Spielen ist ja, dass die ganze Welt zusammenkommt und vor allen Dingen, dass man Spitzenleistung nur schaffen kann, wenn man jedem die gleichen fairen Chancen bekommt, egal wo man geboren ist, egal an welchen Gott man glaubt, ob man Mann oder Frau ist. Und würden sich an diese Regeln, die hier bei Olympischen Spielen gelten, im Sport gelten, alle halten, dann hätten wir eine deutlich friedlichere Welt. Ja, und dementsprechend wird Nancy Faeser, die Innenministerin und damit auch Sportministerin der Bundesrepublik, heute auch hier sein, sich auch nochmal dazu äußern und nochmal Werbung machen für eine deutsche Bewerbung. Und aus meiner Sicht, nach dieser tollen Europameisterschaft, in der Deutschland gezeigt hat, wie prima es solche Spiele organisieren kann, hat Deutschland von der Idee her gute Chancen. Ich habe aber Zweifel, dass die Bürgerinnen und Bürger in den Städten, in denen das dann möglicherweise stattfinden soll, dem zustimmen werden. Das war in den letzten Malen immer das Problem. Aber haben wir ein spannendes Thema zum Thema Olympia. Also auch da geht's weiter. Christian, recht vielen Dank und viel Spaß weiterhin nach Paris.